Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Wir sehen schon, das Service Center ist komplett im Aufbau und wenn ich es richtig sehe, steht da nirgendwo ein Nook-Portal. Anders gesagt, es stimmt, wir haben heute keinen Zugriff aufs Nook-Portal, was durchaus eine interessante Wahl war. Naja, wir haben ja uns ein Meilenticket geholt. Ich habe auch gestern Abend noch ein bisschen gefischt, um den Huchen zu fangen und den Anglerfisch, der uns noch gefehlt hat. Nur so als Information, ich habe das jetzt nicht aufgenommen, einfach nur, weil das Stunden gedauert hat und ich wollte da jetzt nicht unbedingt am Schreibtisch sitzen und die ganze Zeit eine Aufnahme mitlaufen lassen, sondern es schon gemütlich auf meinem Sofa tun. Ich hoffe, es ist okay. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Montag, der 30. März 2020, 11.22 Uhr. Wie ich schon gestern erwähnt habe, ist das Service Center heute wegen Umbauarbeiten geschlossen. Das bedeutet die ein oder andere Unannehmlichkeit, aber es wird sich lohnen. Nur ein bisschen Geduld. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, habe ich mit dem Service Center Bau alle Tatzen voll zu tun. Und damit mache ich mich auch gleich wieder an die Arbeit. Euch allen einen schönen Tag. Tja, Tom Nook, dann dir viel Spaß. Wir machen gleich auch nur eine Kleinigkeit, denn eigentlich will ich die heutige Aufnahme am Nachmittag machen, aber es gibt eine wichtige Erledigung. Nämlich müssen wir unsere Spielesucht befriedigen. Achso, stimmt ja, ich habe auch ein paar Fische verkauft, deswegen kriege ich wieder von Nepp und Schlepp ein bisschen Geld überwiesen. Aber da kommen wir gerade nicht dran, weil wir kein Nook-Portal haben. Ah, stimmt, da war was. Naja, macht auch nichts aus. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Geld. Okay, 3690 ist jetzt nicht viel. Aber wir haben zum Glück hier noch ein paar Fische übrig, die wir gleich auch noch verkaufen können. Denn... Oh, was für Bertha denn? Ein wunderschön... Pflück da unten, Wuffy gerade... Warum ist Wuffy so cute? Gestern ist er am Singen, jetzt ist er am Blümchen pflücken. Wuffy ist so ein richtiger Softie und das ist so cute. Oh ja, einen wunderschönen Morgen, Sandy Blubber. Ich habe jetzt alles zu Hause verstaut, also kann ich endlich meinen Nachbarn Hallo sagen. Ich bin echt froh, dass du mich an meinem ersten Tag willkommen geheißen hast. Oh, und bevor ich es vergesse. Ich bin froh, dich getroffen zu haben, denn ich hätte da eine Kleinigkeit für dich. Ein Begrüßungsgeschenk für meinen neuen Nachbarn. Wo ich herkomme, ist das hier total populär. Ein echtes Protein-Shake-Set. Aber eigentlich bin ich hier jetzt von hier. Daran sollte ich mich ein bisschen gewöhnen. Pass auf dich auf, Blubber. Ich weiß, wem so ein Protein-Shake-Set gefallen könnte. Ist er doch am Trainieren und nicht am Pflücken? Ich dachte, der wäre am Pflücken. Trainierst du, Wuffy, oder? Ich freue mich einfach. Er schnuppert an den Blümchen. Oh mein Gott. Wuffy, du bist einfach nur fantastisch. Wuffy. Was sagst du denn? Yo, trainierst du fleißig, Bell? Warte mal. Ich weiß, was dir gefallen könnte. Ich habe mit so einem Protein-Shake-Set nicht wirklich viel am Hut. Ich guck mal kurz, wie es aussieht. Aber ich glaube, das schenken wir dann direkt Wuffy. Ja, Protein-Shakes halt. Kann ich nicht viel mit anfangen. Aber unser Wuffy doch bestimmt. Hier, nimm. Wie jetzt? Das ist für mich, Bell. Guck mal, der trägt ja wieder unser Tanktop. Das ist cool, der trägt es wieder. Ein Proteinshake-Set? Für mich? Echt jetzt? Großzügig bist du, so viel steht fest. Dein Geschenk passt zu mir, Bell. Damit bringe ich meine Bude auf Hochglanz, Bell. Hier, nimm zum Dank 455 Sternis von mir. Oh, ja, okay, gib mir einfach Money. Das geht auch klar. Okay. Bienchen. Und wir werden von Wuffy dafür gelobt. Ah, es ist einfach so herrlich. Es ist echt so herrlich. Aber, komm, wir graben das noch aus. Ich wollte doch nur nach den Preisen gucken. Ich hoffe, wir verpassen das jetzt nicht, weil ich hier viel zu lange anderes Zeug mache. Nee, wir haben noch eine halbe Stunde. Das ist, sollte passen. Übrigens, wie gesagt, ich pflücke die Früchte jetzt erstmal noch heute und morgen nicht und dann werde ich mich darum kümmern, die Bäume hier umzusetzen. Kannst du bitte? Hast du das Loch schon zugegraben? Nein, natürlich nicht. Danke.
damit wir halt eine Übersicht haben, welche Bäume jetzt Früchte tragen und welche nicht. Hallo, hallo, willkommen in Nooks Laden. Okay, sagt mir eure Rübenpreise. Der aktuelle Rübenkurs beträgt 74 Sternis pro Rübe, ja, ja. Oh boy. Nein, danke. Da verzichte ich gern. 74 Sternis, nee. Das ist eine Pedal-Nähmaschine, genau. Davon sind nur begrenzte Stückzahlen erhältlich. 2200 nehme ich direkt. Die sieht so cool aus, die will ich haben. Und ein Lötset. Warte, das ist ein Raspberry Pi. Das ist ein Raspberry Pi nachgeahmt. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ein Elektronikset, genau. Der Preis beträgt 1300 Sternis, nehme ich ihn auch direkt. Und dieses Gelehrten-Set bitte auch. Das ist ein Hausaufgabenset. 330 Sternis, nehme ich. Da hat unser Geld ja perfekt gereicht. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, wir haben noch Platz im Inventar. Gucken wir, was wir für Briefe bekommen haben. Okay, nur Nook Shopping. Keine Geschenke mehr von unseren Leuten. Wir sollten aber auch mal wieder Geschenke verschicken, sobald das Service Center ganz ist. Also aufgebaut ist. So, und dann platzieren wir das Hausaufgabenset. Auch bitte, ich habe auch ein paar Rezepte, die ich doppelt habe hingelegt. Ich finde es ein bisschen dämlich, dass man die nicht einlagern kann, aber okay. Das kommt erstmal ins Lager. Das wird irgendwann später dann wahrscheinlich nützlich. Wir haben aber die Mülltonne und Surfing KK erhalten. Jetzt ist die Wand auch wieder vollständig, das gefällt mir. Und die Mülltonne draußen ersetzen wir dann auch mal ganz schnell. Ah, Spiel, lass mich doch einfach eine Mülltonne platzieren. Ich finde das mit den Sticks halt immer so schwer, das irgendwie gescheit auszurichten. Okay, ja, die Mülltonne gefällt mir viel mehr. Die sieht einfach viel besser aus als die andere. Ich mag unseren kleinen Grillplatz hier, aber es fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, später, wenn das Haus weg ist, machen wir hier noch viel mehr Deko hin. So, das Fossil nehmen wir natürlich hier auch mit. Ich bin gerade eigentlich auf der Suche nach dem Sternibaum. Oh, Berthas Haus. Wollen wir mal reingucken? Aber ich glaube, die ist gerade unterwegs, oder? Ja, die ist leider unterwegs. Ja, der Sternibaum ist gewachsen. Und ich glaube, bei dem Sternibaum hatten wir ja mehr Sternis vergraben, oder? Oder auch nicht. Ich glaube, hier haben wir auch nur 1000 Sternis vergraben. Naja. Dann werden wir mal bei den anderen Sternibäumen das sehen, sobald die mal gewachsen sind. Ich sollte hier jetzt jeden Tag eigentlich einen geben, weil ich habe, glaube ich, pro Tag einen jetzt gepflanzt gehabt. Ich glaube, man kann auch pro Tag einen pflanzen, weil die pro Tag einen so ein Sterniloch haben. Ich frage mich, ob bei den Sternibäumen dann auch wieder Sternis nachwachsen oder ob die jetzt Laubbäume bleiben. Es kann halt gut sein, dass die Laubbäume bleiben. Und diesen Baum will ich mal umpflanzen. Generell müsste ich mich mal darum kümmern. Oh, das ist auch ein Laubbaum gewesen, oder? Nee, das ist ein Birnenbaumspross. Den will ich umpflanzen. Ich sollte mich halt generell mal darum kümmern, dass wir nur noch Bäume haben, die auch wirklich wachsen können. Ah, ich glaube, der hier kann aber auch nicht wachsen. Ich wollte den auch eigentlich in die Mitte platzieren. Aber dann platziere ich den mal ganz woanders hin, wo der auch generell mehr Platz hat. Hier zum Beispiel. Hier sieht's doch gut aus. Genau, ich möchte einen Barsch präsentieren. Das war meine Absicht. So, dann gucken wir noch, ob es sich hierbei um einen Sternistein handelt. Natürlich nicht. Huch, was ist denn das da? Warum liegt da denn ein Buch? Ach, stimmt. Das kann damit zusammenhängen. Gestern, als ich fischen war, gab es einen Sternschnuppenschauer. Und ich konnte mir ein paar Wünsche wünschen. Vielleicht hängt das damit zusammen. Fundsache. Eine Fundsache. Wer die wohl verloren hat, vielleicht sollte ich mich mal umhören. Okay, ich glaube, mit den Sternen hängt das nicht zusammen. Aber nur zu eurer Information, es kann auch sein, dass wir hier irgendwo Sternsplitter finden. Weil ich gestern bei den Sternen mir was gewünscht habe. Es tut mir leid, dass das... Ich glaube, das ist ein Sternsplitter, oder? Es tut mir leid, dass das nicht ein Part war. Ich hoffe, das wird auch noch irgendwann während einer Aufnahme passieren. Aber ich wollte die Gelegenheit schon mal nutzen, wenn da schon Sterne sind. Ja, ein Sternsplitter. Dass wir dann auch ein paar Sternsplitter kriegen. An sich war das jetzt nicht sowas Besonderes. Also es war schon ganz süß, weil im Endeffekt gab es so ein Klingeln. Also dieses Klingeln steht scheinbar wirklich für eine Sternschnuppe. Und zwar kommt das so eine Sekunde oder so, bevor die Sternschnuppe kommt.
Und ich weiß auch nicht, ob das normal ist, dass dann so ein richtiger Schauer kommt, aber bei mir kamen halt wirklich, ich glaube, so 6 Sternschnuppen oder so direkt hintereinander. Und ein Kaiserschnapper. Und auf jeden Fall dachte ich mir so, komm, ich kann das zwar jetzt ignorieren und so tun, als wäre nichts gewesen, aber das ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Und ich glaube, euch interessiert das genauso sehr wie mich, was jetzt mit dem was jetzt mit der Sternstück-Sache auf sich hat. Und noch mehr Sternstücke. Aber das müssten jetzt 5 Stück gewesen sein. Ne, 4. Und ich glaube, ich habe 6-mal mir was gewünscht. Ach, warte, wir können das nachgucken. Weil man bekommt Meilen dafür. Und dort müsste doch eine Zahl stehen, oder? Griff nach den Sternen ist es. Ballonschütze, wünscht dir was? 6, okay, 6 von 30. Da müssen wir uns eh noch ein paar Mal was wünschen. Und scheinbar liegen die Sternstücke am Strand. Dann können wir mal hier langlaufen. Ich frage mich auch, wem das Fundstück gehört. Aber ich glaube, bei einem Buch kann man recht gut von Bertha ausgehen, dass das ihres ist, weil die ist ja hier unser Lesefrosch. Heute laufen wir uns aber oft über den Weg, Bluba. Hast du was verloren? Kann ich mal sehen? Au, dieses Buch. Ich dachte schon, ich hätte es unwiederbringlich verloren. Ja, wusste ich so. Bertha ist hier unsere Leseratte, also. Vielen Dank, dass du damit zu mir gekommen bist. Im Gegenzug muss ich dir etwas schenken. Ein Buntringelpulli. Ich hoffe, damit habe ich deinen Geschmack gut getroffen, Bluba. Danke, Bertha. Wie großzügig. Okay, der ist schon ganz cute, aber nicht für mich. Aber ich... der ist echt süß. Okay, der ist echt süß. Aber der passt halt nicht zu unserem Animal Crossing Charakter. Und da oben ist ein Marienkäfer. Ich habe wieder den Marienkäfer verpasst, weil die verschwinden, wenn man in einen Raum geht und wieder rausgeht. Aber ich will jetzt erstmal was verkaufen. Oh. Genau. Das war mein Ziel. Da gehe ich einfach raus aus dem Spiel. Keine Lust mehr. 6.990 Sternis. Ja, okay. Das ist eine ganz okay Summe dafür, dass es einfach nur ein paar random Billigfische waren, die man eigentlich nicht braucht. Kann ich akzeptieren. Aber okay, wir hatten noch irgendwas, was ich aufsammeln wollte. Genau, die Flaschenpost. Da war doch was. Was hast du hier heute Schönes für mich? Es ist an der Zeit, die Jungspunde da draußen mit meiner genialen Bastelanleitung zu beeindrucken. Wer immer du bist, hoffe, du bist in Bastelstimmung. Mach was draus. Viel Spaß. Heinrich. Okay, Heinrich. Ein Baumstamm-Esstisch. Ich glaube, das haben wir schon, oder? Ja, okay, kenne ich bereits. Wir kriegen zu viel doppeltes Zeug. Ich muss das mal loswerden. So, dann nehmen wir aber hier noch ein Sternstück an uns. Fangen auch mal den Fisch da. Ich dachte mir, komm, wenn ich schon so viel offscreen angel, dann kann ich auch mal ein bisschen onscreen angeln, wenn ich einen interessanten Schatten sehe. Und der Schatten wirkt ja recht groß. Das heißt, da ist eine Chance, dass da ein recht cooler Fisch dabei ist. Und es wäre doch mal was Nices, wenn man im Let's Play einen... Okay, oder man fängt einfach nur wieder die 10.000ste Flunder. Ich hoffe halt immer, dass ich irgendwie einen besonderen Fisch im Let's Play angel. Aber angeln ist halt wirklich eine sehr zeitintensive Sache. Okay, wir haben unsere 6 Sternstücke. Achso, übrigens, ich habe mir gedacht, komm, ich platziere mal eine Badewanne hier an den Strand. Weil was gibt es Schöneres, als hier am Strand ein warmes Dampfbad zu nehmen? Ich weiß auch nicht, warum ich das lustig fand. Ich find's einfach nur lustig. Ich bin schlimm. Aber okay, dann haben wir unsere Sternstücke. Dann schauen wir mal, was wir damit basteln können. Weil wir hatten noch diesen einen wunderschönen Zauberstab. Und mich interessiert es sehr, was man damit eigentlich anzufangen hat. Sternstab. Oh, wir brauchen dafür einen Riesensternsplitter. Okay, never mind. Haben wir irgendwo vielleicht am Strand noch einen Riesensternsplitter liegen? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist Glück, ob man Sternsplitter oder einen Riesensternsplitter kriegt. Und da wir halt schon 6 Sternstücke haben, bedeutet das im Endeffekt für uns, dass wir keinen Riesensternsplitter haben. Schade.
Ich hätte gerne herausgefunden, wofür dieser Zauberstab da ist, weil es heißt ja irgendwie, dass er das Aussehen verändert. Aber es bedeutet nur umso mehr die Chance, dass auch im Let's Play ein paar Sternschnuppen fallen. Es tut mir halt wirklich so leid, dass das nicht im Let's Play vorkam. Ich möchte halt eigentlich alles Besondere im Let's Play vorkommen lassen, aber naja, passiert. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber ich merke gerade, ich habe den Part jetzt doch vormittags aufgenommen. Ich wollte doch nachmittags spielen. Animal Crossing. Was machst du mit mir? Naja, es gibt an sich wieder nichts für heute mehr zu erledigen so groß. Außer halt das übliche Farmen. Ich meine, wir müssen jetzt warten, bis das Service Center fertig ist. Und dann war es das auch mit diesem Part, glaube ich. Okay, wir holen uns aber noch das Fossil da unten. Wir können aber noch nachschauen, was hier an Kleidung im Angebot ist. Guten Morgen, Sandy. Womit kann ich dienen? Zeig mir das Angebot. So. Der Übergangsmantel ist cool. Die Jeans-Shorts genauso. Der Schnuller ist ein bisschen kinky. Mini-Trick-Mütze. Okay, ich kauf mal, Was uns noch fehlen würde, sind so Holzschuhe. So Holzschuhe wären richtig cool. Das würde so richtig den Asien-Look noch untermalen. Okay, kauf mir mal uns den Übergangsmantel. Die Jeans-Shorts bitte auch. Her damit. Vielleicht auch noch die Tweed-Weste. Und ja, ich mag es, Kleidung zu kaufen. Lasst mich. Ich werfe mein Geld zum Fenster raus. Und die Mini-Strickmütze. Ich sehe da ein Geschenk. So ein ganz dezent im Bild. Zuerst kommt so der Schatten und dann dachte ich mir so, mir ist das der Schatten aufgefallen und dann ist das ganze Bild einfach mit diesem Geschenk belegt. So, was gab's denn Schönes? Oh, wir hatten perfekt Platz noch dafür. Eisenerz. Da beschwere ich mich nicht. Ich meine, Eisenerz kann man immer gebrauchen. Okay, aber wir können halt wirklich nicht an das Nook-Portal. Ich hätte halt erwartet, dass sie irgendwie das Nook-Portal draußen noch platzieren oder so. Ich hoffe, meine Serie geht dadurch nicht kaputt. Also meine Serie an Meilen, die ich durchs Nook-Portal bekomme. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja den Sternistein gar nicht gemacht. Der gehört natürlich mit ins Let's Play. Das ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Her damit. Her mit den Sternis. Jetzt wirkt es voll cool, als hätte ich direkt gewusst, dass da der Sternistein ist. Und es liegt nicht daran, dass ich einfach das vor jedem Stein sage und dann das so zusammencutte, dass es richtig ist. Aber ja, dann haben wir wenigstens ein bisschen Sternis wieder zurückgekriegt. Und sonst gab es irgendwas Neues? Achso, wir könnten mal ins Museum. Stimmt ja, wir könnten ja mal ins Museum, damit wir auch mal im Let's Play die anderen Sachen gezeigt haben. Weil ich habe ja jetzt öfter mal die Fossilien gezeigt, aber bei den Insekten und Fischen habe ich jetzt gewartet. Aber ich glaube, erst recht bei den Fischen könnte es jetzt interessant sein. Aber ich gehe zuerst zu den Insekten. Weil die Insekten habe ich selber noch nicht gesehen. Die Fische habe ich offscreen mir mal angeguckt. Aber die Insekten sind, glaube ich, auch recht cool. Ich meine, da oben ist eine kleine Wespe an ihrem Wespennest. Hier unten ist ein... Was war das denn nochmal? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Aber ja, hier sind schon mal ein paar kleinere Insekten wieder aufgetaucht. Aber wie ich es geahnt habe, sonderlich... Oh, da ist der Himmelsfalter, der mit Anfang April weg ist. Aber so an sich... Es ist halt schon ein bisschen was dazugekommen. Aber jetzt auch nicht die große Menge an Insekten. So viel dazu. Was ist denn hier los? Die haben nicht nur eine Sorte von den Insekten hier drin, wenn man die abgibt, sondern mehrere. Wie hübsch. Okay. Das war ein großer Irrtum. Ich dachte, das ist wie in Wild World, dass es halt von jedem Insekt ein Exemplar gibt, weil wir halt auch nur ein Exemplar abgegeben haben. Aber die haben hier Räume mit ganz vielen Exemplaren. Und da ist eine Motte mit ein paar Schaben. Das ist auch cute. Ich frage mich, wo unsere Tarantel ist, die wir gefangen haben. Tarantel würde ich gern mal sehen. Da ist auch ein Schmetterling im Kokon. Ah, okay. Die haben das so gemacht, als würden sie die hier züchten. Und deswegen haben wir auch mehrere Exemplare von ein und demselben Schmetterling.
Okay, das ist eine coole Idee. Ah, guck mal, da ist unser Einsiedlerkrebs auch gewesen. Aber ich frage mich halt echt, wo die Tarantel ist. Die will ich finden. Ah, guckt mal. Da ist sie. Die ist da ganz versteckt auf dem Holzstamm. Warte. Ich schau mal, ob ich da reinzoomen kann, um es euch besser zu zeigen. Da. Da ist sie. Da, wo mein Plus ist. Okay, das hat jetzt echt lang gedauert, bis ich die irgendwo gefunden habe. Ich war mega irritiert, wo denn jetzt diese Tarantel bzw. Vogelspinne, es tut mir ja leid, ist. Aber okay, da ist sie also versteckt. Ich habe mir schon gedacht, dass sie in der Vitrine sein muss, weil so gesehen ist es ja ein gefährliches Tier hier in Animal Crossing. Und es wäre irgendwie merkwürdig, wenn das einfach so rumläuft. Wobei man sagen muss, die Wespen hängen auch einfach so am Baum. Aber Wespen sind ja an sich auch nicht aggressiv, solange man nicht deren Nest runterschmeißt. Ups. Naja, gucken wir uns jetzt mal die Fischchen an. Weil die Fische, die sehen mega cool aus. Ich bin ganz kurz rein, aber habe jetzt auch nicht super viel gesehen. Hier haben wir den Stör, den Huchen. Das ist der lange Fisch da. Mann, war das eine Arbeit, ihn zu fangen. Also, das war wirklich. Puh, 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 puh. Der ist nervig, aber der Stör, der war eigentlich ganz cool. Vor allem, weil man mit dem recht gut Geld farmen kann. Aber ich habe irgendwie nicht so viel Glück. Es gibt halt einen Trick, um den zu fangen. Man muss auf eine Meileninsel fahren, alle Fische die ganze Zeit verjagen, bis in der Flussmündung ein langer, großer Fisch auftaucht. Und dann ist es halt ein Stör. Und ja, das habe ich halt gemacht. Und das hat eine Stunde gedauert, bis ein Stör kam. Bei allen anderen dauert es so 5 Minuten, bei mir eine Stunde, weil ich bin ein Glückspilz. Das ist aber auch hier mega cool. Da haben wir den Marlin. Also, wen es generell interessiert, wenn ich solche Fische fange, der kann mir gerne auf Instagram folgen. Auf Instagram poste ich meistens die Fische, auf Twitter auch hin und wieder. Aber auf Instagram poste ich eigentlich alle Fische in meinem Status, die ich so groß fange. Also, wenn ihr da ein bisschen mitfiebern wollt, mein Instagram-Profil kann ich nur empfehlen. Und hier haben wir auch unsere zwei Fische der Nacht. Ich habe vergessen, wie der eine da hieß. Riemenfisch. Riemenfisch war das. Der ist auch mega cool. Den haben wir ja sogar bei unserem ersten Besuch bei Airwatcher schon gesehen gehabt. Also das war auch ganz lustig, als ich den gefangen habe, weil den habe ich mega aus Versehen gefangen, weil ich eigentlich auf der Suche nach einem Anglerfisch war. Aber ja. Ich finde es einfach so cool, dass man hier so langlaufen kann. Es wäre halt aber noch cooler, wenn es noch mehr rausgezoomt wäre. Aber okay. Ist halt Animal Crossing. Wobei man halt echt sagen muss, dieses Spiel ist echt schön gemacht. Hier haben wir auch unsere Seeengel, die sie fröhlich umherschwirren. Und hier oben? Was war hier oben? Hier oben ist noch gar nichts. Okay, da frage ich mich, was da oben irgendwann mal hinkommt. Aber hier haben wir unsere ganzen kleinen Fische. Dieser Zebrafisch, der war voll interessant. Weil den habe ich überhaupt nicht erwartet. Generell, ich habe den auch noch gar nicht auf Twitter oder so gesehen, dass Leute den gepostet haben. Und dann fange ich den plötzlich. Wie hieß der nochmal? Schnabelbarsch. Und die ganzen Seebarsche, ey. Nie wieder Seebarsche. Die Flunder ist auch lustig. Es ist auch so schön animiert. Also das muss man auch mal sagen. Die Animationen sind mega hübsch gemacht von den Fischen. Dieses ganze Spiel, das kriegt mich so. Es macht mich fertig, Leute. Es macht mich fertig. Dann aber mal schauen. Ich glaube, das war es jetzt aber wirklich von den Sachen, die wir heute zu erledigen haben. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich wie immer liebend gern wissen. Und. Ah, nee, warte, 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 warte. Die Meilen wollen wir natürlich noch abholen. Hilfsbereit dafür, dass wir ein Fundstück gefunden haben. Okay, sonst nichts. Aber ja, dann auf Wiedersehen, Leute. Und. Naja, bis morgen. Ich freue mich auf das neue Service Center. Ab da geht das Spiel richtig los. Auf Wiedersehen, euer Sandoran.